Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich gerade zu Besuch bei Maribel. Vielleicht kennt sie ja schon der ein oder andere. Ich werde nämlich in der Zeit, wo ich bei ihr bin, ein bisschen vloggen, also heute. Und wir wollen jetzt erstmal in die Stadt fahren, ein bisschen Essen holen, oder? Yes, Sushi. Sushi. Und eventuell zu Starbucks. Und danach geht es zum Stall ganz lange. Und Maribel wird mir wahrscheinlich eine Reitstunde geben. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ja. Wir haben jetzt hier unser Food bekommen. Wir sind gerade bei L'Osteria. Maribel hat so mit Zucchini-Nudeln. Warte. Maribel hat Zucchini-Nudeln genommen. Leute, ich habe ihn endlich wieder nach über einer Woche. Ich freue mich voll. Leute, Maribel wird sich jetzt schminken. Ihr werdet es vorher-nachher-Ergebnis direkt sehen. Leute, das ist das fertige Ergebnis. Ich finde es richtig gut geworden. Findet ihr es? Wie findet ihr es? Wie findet ihr es? Oh. Ja, ich feiere es voll. Das sieht wirklich nice aus. Okay, Leute, das ist das hinter den Kulissen. Ja, du musst komm ich. So, und du musst mich nicht umgreifen. So. Okay. Ich glaube, das ist sehr gut. Sing es. Du musst richtig viel Spannung halten, Kollege. Spannung halten. Boah, ich kann das nicht. Einfach nur so. Ach nein, mit dem. Wie so ein Bett gemacht, egal. Guck. So, okay, go. Ja! Ja! Was ist das? Schon fertig gemacht für den Stall, sind ready und fahren jetzt los. Und ich sehe einfach gar nicht mehr aus wie ich mit der Schminke und diese Reitsachen. Ich liebe ihre Reitsachen einfach. Ja, und hier geht es los und dann kriege ich eine Reitstunde. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt bereits am Stall angekommen und hier ist auch Lucky schon zu sehen. Also eigentlich bin ich das Besondere. Nein. So eine Mischung aus eklig und gut. Erzähl mal, was wir machen. Wir machen jetzt Bilder für einen Kunden. Also eine Kooperation einfach nur. Ja, wieder was tun. Ist er leicht zu sitzen?
Ist er leicht zu sitzen? Okay, jetzt werde ich reiten, nur meine Bügel sind viel zu lang, aber das ist schon das kürzeste Loch. Also ich kann nicht mehr aufstehen. Aber wir versuchen es trotzdem. Und Maribel gibt mir ein bisschen Reitstunde, weil ich könnte dir wahrscheinlich nicht mal annehmen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr die Zügel aufnehmen, einen kleinen Ticken. Kannst du die Zügel noch einen kleinen Ticken mehr aufnehmen? Die läuft ganz schön giraffig gerade. Ellenbogen mehr an den Körper? Ja, besser. Zügel annehmen, also Zügel mehr annehmen, ne? Nicht mehr geben. Hände ruhig ein bisschen aufrichter. Ja. Ellenbogen am Körper. Bisschen mehr nach innen stellen. Ja, da kommt er runter. Gut. Ein Körper? Ja. 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 Mal ein bisschen Paraden geben. Ja, ja, ja. Gut. Ein bisschen mehr Parade geben in der Ecke. Ja. Ein bisschen mehr Parade geben. Parade. Parade. Wird sie nachher mal galoppieren oder nur traben? Genau, du machst das innere Bein ein bisschen weiter vor als das äußere, liegt weiter zurück ein bisschen. Genau, und schön mitschwingen. Ja, ja. Paraden geben nicht vergessen, ein bisschen nach innen stellen. Aber schön das innere Bein, weil er geht dir gerade nach innen. Er haut dir gerade ab. Mehr inneres Bein. Hey, klappt doch gut mit den Steigbügeln auch. Das ist schlau. Wir haben es jetzt geschafft und für uns geht es jetzt Sushi essen. Wir haben es hier vorhin in den Kühlschrank getan im Reiterstübchen. Und jetzt können wir nicht essen und ich bin nicht lange geritten, aber es war trotzdem so krass anstrengend gewesen. Vor allem die Bügel waren zu lang und ich kann einfach nicht reiten. Leute, wie kann mir das passieren? Ich habe vergessen, ein Ende zu drehen. Das war's in meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!